Episode 25 dieses Trauerspiels. 31. Nein. 27? 25. 39? Hör doch auf. Okay. Bitte. Spiel doch bitte einfach. Ich spiele. Ha, das wollte ich erreichen. Ich kann spielen. Hör auf zu nerven und spiel. Ja, wir haben das letzte Mal so ein bisschen mehrmals versagt. Mit E und Q kannst du drehen. Ne? Also ich glaube, wir wollen ja jetzt auf die Seite, damit wir da aufmachen können. Wir wollen prinzipiell... Da oben aufs Dach. Genau. Da oben aufs Dach. Ich wette, irgendwo da stehen nochmal Gegner. Hier geht's hoch. Da geht's hoch, genau. So, er sollte am besten... Also einer sollte erstmal die Tür aufmachen. Die Tür? Mhm. Ist sie nicht schon draußen? Nee. Ist noch drin. Gut, sieht man daran, dass die Tür auch noch rot ist. Also ja, okay, sprich, das ist okay. Aber wir sollten auf jeden Fall ihn oder sie, ich weiß es nicht mehr genau, mitnehmen. Ja. Und wo sind denn unsere anderen? Da ist... Du kannst mit Tab die Leute durchwechseln. Ja, das habe ich schon festgestellt. Genau. Da Viking ist da. Einer und das ist Nummer 4, aber das ist eben die zu rettende Person. Und der vierte von unseren Leuten ist, liegt ja da am Boden. Gut, er kommt nicht bis dahin. Er kommt auch nicht bis dahin. Hm. Gut, dann öffne du doch mal die Tür. Genau, dann ist erstmal die Tür offen. Das ist ja schon mal vielleicht was wert. Wo ist denn die Hecken ist da, das, so. Das ist das Hecken. Ja. Weil das Einzige ist, was man dann in hier hacken kann. Außerdem ist es ein Grenadier, der könnte ja sonst gar nicht hacken. Er schiebt das... Gut, aber ich... Ja, irgendwie so... Das erste, oder? Ja, du musst ja eins von den beiden sozusagen auswählen. Also das muss schon auf das Hacken dann, glaube ich, unten ist hier in der Mitte irgendwo. Aber ich hab's geht? Nicht. Nee, geht nicht? Schade. Dann gehen wir nochmal raus und... Probieren das nochmal. Probieren das nochmal vielleicht... besser, ansonsten musst du ihn halt mal einen Meter bewegen. Ja, das will ich ja gerade nicht. Ja, aber das scheint nicht anders zu gehen. Das habe ich auch noch nicht gesehen, also tatsächlich. Ja, willkommen. Kann ich ihn irgendwie anderweitig bewegen? Nee, ne? Ohne ihn zu bewegen? Nein. Ach komm schon. Ja, stell ihn dort dahin. Position bestätigt. So, jetzt dreht er sich bestimmt auch wieder so ins Auto rein. Ja. Nein! Oh, knapp. Schade. Da wäre Hecken gewesen in deiner Mitte. Ja, aber da dachte ich... Genau, also bei Fehlschlag kein Effekt, insofern völlig egal. Ja, wir nehmen das hin, ne? Ja, wie gesagt, man muss dann ja eins von den beiden auswählen. Also das links anklicken kann man ja gar nicht. Das hat man ja 100% Chance, da muss man nichts anklicken. Du kannst jetzt auch das 2% Ding nehmen, weil es ist... Was soll man mit einem besseren Hackwert für ihn? Und es passiert ja nichts, wenn es schief läuft. Also ja. Es ist halt einfach jetzt gerade nicht... nützlich, dass der Grenadier besser hacken kann, weil er kann sowieso nicht hacken. Hm. Ja. Und das klappt sowieso nicht. Genau. Nee, die 5% nehmen wir auf jeden Fall. Ja, richtig. So, dann ist die Tür offen. Genau. Top. Kann sie sich schon die Runde bewegen? Ja, ne? Weiß ich nicht. Doch, ja. Dann könnte sie ja auch... Weiß ich nicht. Probier's. Habe ich noch nie probiert. Aber sie hat halt noch so viele Bewegungspunkte. Dass wir und es geht natürlich nicht. Warum nicht? Ja, weil es nur irgendein Depp ist. Das ist ja kein Soldat, das ist ein, weiß ich nicht, ein Ingenieur oder was das war. Oder ein Forscher. Ich weiß nicht mehr, wem wir da gerade retten. Ja, ich auch nicht. Ist ja schon wieder ein bisschen her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Du gehst jetzt mal aufs Dach. Ja, dann schon mal, du kannst auch schon mal allein gegen die 4 Leute da oben kämpfen. Ja gut, wenn da oben 4 Leute sind, ist es jetzt eh zu spät. Dann haben wir eh verloren. Nein, das geht immer alles noch. Das kann man alles schaffen. Aber hier sind keine Gegner mehr. Da sind keine Gegner mehr, Gott sei Dank. Die landen erst nächste Runde bestimmt irgendwie. So. Ja, dann soll der Grenadier nächste Runde... Ja. Genau, er hebt kann er jetzt, der kann ja jetzt noch dahin laufen. Nein, kann er nicht. Wieso nicht? Weil er sich bewegt hat und gehackt hat. Ah, ich dachte, das Hacken mit Tür öffnen wäre nicht so ein, so ein Hacken. Doch. Nur gut. Na gut, dann... Ja, dann einfach die Leute so weit wie möglich nach vorn bewegen. Das schaffen wir aber noch in 4 Runden, also das ist nicht so weit weg. Die 2 ja, Runden klar, spring, mach das Fenster. Und da auch nochmal, da auch noch... Ja, da war das Fenster schon. So. Supi-dupi, so, dann nehmen wir mal... Genau, Schnupsi-Bupsi mit. Feindliche Abfangjäger nähern sich, das ist nicht so gut. Ganz rechts. Jo. Einheit dran. Wir haben übrigens jetzt einige der feigesten Menschen unter unseren Zuschauern haben uns wortwörtlich mehr oder weniger geschrieben. Guck mal, er kann sich jetzt auch noch bewegen. Ja, sehr gut. Wortwörtlich geschrieben unter einer der letzten Folgen. Naja, die ganz schwere Mission ist ja jetzt vorbei mit dem abgestürzten UFO-Abschuss-Ding. Dann könnt ihr mich jetzt auch ins Spiel einbauen. Ja, Leute, da müsst ihr jetzt leider noch 1-2 Folgen warten. Weil, also wer so
so feige ist, dass er sich erst jetzt traut, der kriegt auch nicht sofort, was er will. Ja. Wir bauen natürlich trotzdem gerne ein. Die haben extra, die haben das nur so gesagt, oder? Oder haben die darauf wirklich gewartet? Ich weiß es nicht. Also dem einen oder anderen, Lusch, traue ich das schon zu, dass der auch so ein bisschen schissig drauf war, was XCOM angeht. Aber wir spielen ja auch nicht besonders gut. Also insofern ist es nur verständlich, dass die Leute Angst haben. Wir haben noch, haben wir nicht schon einen getötet? Weiß ich nicht mehr. Keinen von den benannten. Keinen der benannten Leute, ja. Das stimmt. So. So, ja, gut, den kann ich auch schon hier rein. Kannst du auch schon mal da vorne hinstellen, ja? Da steht ja schon mal. Hat eine Deckung. Ja. Cool. No, Wette jetzt landet gleich noch irgendwo. Aber erstmal müssen sie uns ja noch anzeigen, wo der landen soll, der. Ja, hat er noch. Er hat noch. Ja, stell ihn doch auch schon mal dahin. Kannst sogar noch Feuerschutz geben. Roger. Einfach nur, falls da noch irgendwer ist. Ja. Man weiß es ja nicht. Besser Vorsicht als Nachsicht. Gut, da sind noch. Mehr? Nee? Nee, die können nur schon. Achso, die könnten. Du musst jetzt auf X drücken, weil sonst. Also auf Runde werden. Ja. Ja, so, dann. Kommt keiner mehr. So, wie kriegen wir dich jetzt aufs Dach? Also, rein realistisch könnte er da jetzt nicht hochklettern. Wir werden sehen, wie er das jetzt macht. In Ordnung. Er lässt sie liegen. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, komm, komm, komm. Ja, natürlich! Rambo ist ein Scheiß dagegen. Ist ja der Hammer. Ja, super. Ja, super. So, jetzt noch unseren, genau, den das VIP. Den VIP extrahieren. Den kannst du auch schon extrahieren. Der VIP, der ist ja jetzt, der nützt ja auch nichts, also da, wenn er da rumsteht. Fupp. VIP in Sicherheit und bereit zur Evakuierung. Schön. Geschafft. Okay, und dann, genau, beenden. Oh, ist keiner gekommen, okay. Hey, wir haben es genau geschafft. Aber sowas von. Perfekt. Also ich weiß gar nicht, dass ich da, wir haben niemanden verloren, man kann sich nicht beschweren. Kann ich die alle evakuieren? Das geht wie gesagt nicht. Also du musst die immer einzeln wegziehen. Komm, jetzt auch noch, ja, genau. Ja, mit einer Hand, oh, das ist ein starker. Ich bin ja fast geneigt, den umzubenennen irgendwie in Godzilla oder so oder King Kong oder sowas. King Kong. Als Spitzname King Kong bei dem, oder? Ja. Der ist echt stark. Guter Typ. Genau rechtzeitig. So, alle sind raus. Puh. Das war ein Spaß. 11 von 11. Vier Soldaten. Können wir jetzt auch alle eine Weile nicht mehr benutzen? Naja, gut. Aber ausgezeichnet. Ja, das ist die Hauptsache. Das ist so wichtig, diese Wertung. Mir ist das sehr wichtig. Private Gunnar. Nö. Vielleicht gibt es Punkte. Ich kriege mal am Ende, wenn du das Spiel durch hast, gibt es vielleicht einen Highscore. Und dann kannst du den eintragen im Internet oder so. Weiß ich nicht. Bei Steam. Steam Highscore. Ja, aber. Aber wir spielen nicht die Steam-Version. Wir spielen nicht die Steam-Version. Wir haben ja die Entwickler-Version bekommen. Richtig. Schade. Danke nochmal an 2K. Nützt uns also nichts. Beim nächsten Mal Steam-Key schicken. Mhm. Ja, genau. Schickt uns den verdammten Steam-Key. Das dreh durch. Ja, Fabian wird jetzt zugucken und sich jetzt in diesem Moment kriegt er einen Stickanfall, weil... Was? Keine Achievements? Ihr kriegt keine Achievements? Wie könnt ihr das Spiel überhaupt spielen? Wie könnt ihr das spielen? Der einzige Grund, ein Spiel zu spielen, sind Achievements. Und der Witz ist, er hat recht. Also, nein, natürlich nicht. Aber er würde das behaupten. Er würde das behaupten. So. Ja, liebe Grüße an Fabian. Ich weiß nicht, ob er das guckt. Keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Ist aber gut möglich. So, da sind wir wieder gelandet auf dem Avenger-Träger und drei... Wundet schärfer. Ja. Ja, gut. Passiert. Befördern wir dich mal. Du möchtest... Der wird ist ein Grenadier, ja. Also kriegt genau. Der... Gunnar ist halt der krasseste, ne? Ist halt King Kong. Den müssen wir gleich noch umbenennen. Ja, dann macht er zerfetzen, oder? Macht er zerfetzen. Oder wir haben ja schon drüben einen... wir haben ja hier Erik, das ist doch der Sprengmeister. Zerfetzen. Ja, möchten wir. Ich glaube, Spitznamen gibt es erst ab dem zweiten Rang dann. Aber gut, machen wir dann. Jetzt, ach gut, da kriegt er noch nichts. Oder doch, kriegt er auch schon was. Was ist das? Ein Sniper. Warum nicht? Bei dem Schild, vorher hast du einmal Probleme. Das ist ja für Sniper eigentlich fast immer sinnvoller. Wie gesagt, ich weiß nicht so genau, was wir den anderen Snipern bisher gegeben haben. Also ich finde es ganz sinnvoll, beides zu haben. Ja, weil dann machen wir das jetzt. Ja. Also ich glaube, das hatten wir nicht gehabt.
Ja, also tatsächlich ist das links ist bei Snipern fast alles sinnvoller, aber ich habe ganz oft jetzt auch schon Sniper sogar relativ offensiv im Nahkampf eingesetzt in meinem Spieldurchgang, weil die halt diese Pistole haben. Und teilweise, wenn du die richtig skillst, dann können sie die in einer Runde viermal abfeuern oder so. Und machen jedes Mal drei Schaden, was schon mehr ist, als wenn sie einmal nicht treffen mit ihrem Snipergewehr. Ja. So. Genau, das ist wieder ein Ranger. Aber man geht jetzt ja auch weiter, oder? Ja. Rechts, das haben wir. Wunde direkt in Verborgenheit gegeben. Ja. Also wir haben ja das Rechte haben wir schon ein oder zweimal genommen. Also bleibt der dann wieder verborgen oder ist er nur für diese eine Runde? Der bleibt dann verborgen, bis er wieder angreift. Das ist voll die Ninja-Fähigkeit. Ninja! Cool. Ja, auch schon wieder hoher Rang, ne? Schon wieder ein Lieutenant hier. Hat er da auch einen Spitznamen? Viking. Viking, ist okay. Weil ich weiß zwar nicht, von wo er kommt, steht jetzt ja nicht da. Ja. Man sieht auch seinen Arm nicht. Und es ist natürlich Sarah Harris. Was war sie denn nochmal? Ja, das erfahren wir gleich. Ingenieur. Ein Ingenieur? Oder ein Wissenschaftler? Ja, eins von beiden. Datenspeicher, Entschlüsselung. Ja, also genau, wenn man so Datenspeicher findet, dann kann man die halt entschlüsseln. Und ja, Ingenieur. Cool. Cool. Weiter geht's. Trupp unterbesetzt. Ja, das ist mir auch unbekannt. Genau, Sarah Harris erhöht das Bautempo. Genau, wir hatten nicht genug Ingenieure, damit da irgendwie alles. Ah, guck mal, an einem Tag ist Energierelais fertig. Dann haben wir auch wieder mehr Energie und können endlich die entsprechenden Sachen weitermachen. Ja. Also neue Räume freiräumen und so. Können wir damit eigentlich schon mal anfangen? Das Schiff und irgendwie einen der Räume freiräumen? Ich glaube, wir müssen dafür Einrichtungen bauen. Freiräumen. Da müssen wir einen Ingenieur halt einsetzen. Ich weiß jetzt, wollte jetzt eher wissen, haben wir noch einen. Wir haben es ja dazugekommen. Genau, sie beschleunigt das von 2 auf 1 Tag. Also im Endeffekt können wir sie jetzt auch mal anfangen lassen, so einen Raum freizuräumen. Weil wir brauchen ja mehr Räume. Gerade für diese Forschungseinrichtung, wo wir dann mehr Leute mitnehmen können. Das dauert übrigens 20 Tage. Ja. Da können wir dann vielleicht zwischendurch mal auch irgendwie. Wenn das hier fertig gebaut ist, können wir. Ach nee, das baut gerade alleine. Das war Sarah Harris, genau. Es dauert auch so nur einen Tag. Ja. Genau, ich glaube, einer ist auf jeden Fall hier im fortschrittlichen Kriegszentrum. Das war die Heilung. Das war die Heilung, das brauchen wir auf jeden Fall. Du musst noch mal eins rausgehen, sonst bist du im Baum. Da ist Melissa drin. Genau, das sollten wir auch so lassen. Und im Testbereich links ist dann noch jemand drin, da geht es dann um die Erforschung von Sachen. Aber das ist jetzt auch nicht so super wichtig. Also, aber die 3 Tage können wir es jetzt erforschen lassen. So, jetzt lass mal kurz in unser Dings reingucken, in unsere Soldaten. Damit wir mal wissen, Soldaten anzeigen. Unten. Ja. Kannst du es mal nach Tage sortieren, bitte? Oder wie heißt doch, 3 Leute haben wir. Ja, und in 4 Tagen kommt schon der nächste. Oh Gott, das ist echt scheiße. Aber in einer Woche sind wir wieder komplett einsatzfähig. Ja. Fast aber. Also, wie ich schon sagte, es ist echt selten eigentlich, dass man alle paar 3, 4, 5 Tage angegriffen wird. Das passiert normalerweise nicht. Ich weiß nicht, warum uns das passiert ist. Weil wir so gut sind. Aber wir halten das aus. Wie viel Geld haben wir denn? Kannst du mal gucken, also wie viel Vorräte? Sonst rekrutieren wir nochmal einen, dass wir wenigstens 4 haben. 200, nee, wir haben gar nichts. Wir haben gar kein Geld. Wir können nicht mal Leute rekrutieren. Nicht zu Ende eingesammelt. Ja. Na gut, dann sollten wir jetzt als erstes mal irgendwo hinfliegen und einsammeln, ne? Ja, dann guck mal. Ich guck mal kurz, was bei Forschung. Ja, Magnetwaffen. Ich meine, die würden es uns schon verbessern, aber viel besser als jetzt irgendwie stärkere Waffen wären, einfach mal eine Person mehr mitnehmen zu können. Das können wir gerade nicht beeinflussen. Ja. Ja, Vorratslieferung muss noch eingesammelt werden. Ja. Versorgungskonvoi bitte nicht, weil das ist jetzt ein Kampf. Das ist nicht. Ist kein Kampf, es ist nur so ein Einsammelding. Ja, ja. Ja. Aber erstmal Vorräte. Vorräte, wo waren die Vorräte? Kann ich hier nicht. Kannst du. Da unten. Da. 3 Tage. Das sollte jetzt machbar sein. 3 Tage. Das war's nicht. Du müsstest mit da noch. Ich wollte damit Rechtsklick aufklicken. Das ist wahrscheinlich nicht korrekt. Ja, so. Probieren wir es mal mit Linksklick. Bitte. Tun Sie es. Machen Sie es so. Oh, ich habe in letzter Zeit so großen Bock auf eine neue Star Trek Serie. Ich hoffe, da kommt irgendwann mal was. Ja, das ist toll. Also ist ja aber 2017, glaube ich, erst. Ja. So, Avatar-Projekt, da haben sie jetzt einen Fortschrittspunkt wahrscheinlich wieder, aber das passiert halt hin und wieder. Commander, die Aliens machen Fortschritte beim Avatar-Projekt. Passt schon. Wenn wir sie verlangsamen wollen, nächste Woche machen wir wieder irgendwas, wo wieder 2 Punkte weg sind, das ist auch egal. Muss ich noch aufdrücken, ne? Ja. Und dann läuft das 3 Tage, bitte lass uns nicht angegriffen werden. Ja, cool. Sehr schön. Da brauchen wir uns auch plus nicht angucken. Plus 3? Ja, plus 3 Energie kriegen wir dadurch. Also 3 Energie mehr, wir können jetzt.
Was jetzt? Ich habe es mir angesehen. Achso, sehr gut. Das sieht nicht nach einem Energierelais aus, sieht aus wie ein Lager. Das sieht tatsächlich aus wie ein Lager. Also ganz das ehrlich. Da links ist halt das Relais wahrscheinlich da, wo das so glüht, ja. Aber... Verbessern? Kann man noch verbessern und weiter erforschen und so, dann macht's halt, gibt es halt mehr Energie. Ja, aber zwei? Ja, aber das ist schon gar nicht so wenig. Also da kann man schon wieder jetzt einen Raum mehr mit betreiben. Also es ist jetzt nicht so, dass du mal ein Ding baust und du hast da plötzlich 20 Energie. Nee, natürlich nicht, aber ich meine, jetzt drei ist ja auch ein Raum. Ja, naja, wie gesagt, das hat jetzt aber 150 gekostet, glaube ich, zu bauen. Und das kostet dann nochmal 80, um nochmal zwei mehr zu bekommen. Ja. Ist also effektiver, eins aufzurüsten ja. als... Nee, völlig korrekt, aber... Und wenn du da dann auch noch einen Typen noch reinsetzt, dann kriegst du noch mehr Energie. Wenn wir irgendwann 6, 7 Ingenieure haben, dann kriegst du nochmal 3 Energie oder 2 oder so. Kannst du mal ganz kurz gucken. Jetzt hier plus 5. Okay. Das also das ist schon. So ein Ingenieur da, also Personal ist halt super. Ja. Ist halt nicht so, geht nicht alles von alleine. So. Ich weiß, du forderst ja immer Automatisierung, aber manchmal braucht man eben auch Leute. Schädelstecker, das ist sehr gut. Den sollten wir auf jeden Fall einmal bauen, wenn wir wieder Geld haben. Ja. Und ausrüsten, einem Ranger geben. Weil das kann der dem Gegner dann ins Gehirn rammen. Das ist und schon einmal in dem Inventar zu kriegen. Das ist sehr gut. Also da reicht eins. Also da, ich würde wirklich sagen, bis wir nicht 6 Leute mitnehmen, reicht einer davon. Weil wir geben eh nicht 2 Leuten, weil die können ja keine Granate, kein Medikit mitnehmen oder so. Ja, da kriegen wir dann jetzt noch einen verbesserten Schädelstecker, whatever. Jetzt wollen wir erstmal Geld, Vorräte. Viele Vorräte sehen. Ja, super. Wir haben an dieser Position alle Ressourcen eingesammelt. Okay. Ignorieren. Ignorieren, genau. Ja, einfach, wir machen jetzt unser eigenes Ding. So. Cool. Bevor wir was anderes machen, machen wir eine Pause. Nein. Oh. Und nächste Folge geht es dann weiter mit, was machen wir als nächstes? Konvoi? Informationen kann, wenn nie schaden. Oder wir stellen irgendwo Kontakt her. Oder wir stellen irgendwo Kontakt her. Wir können ja Westasien oder so. Ja. Osteuropa, USA haben wir auch noch am Start. Wir überlegen es uns. Was bringt denn am meisten? 55? Na gut, also wir müssen eh nach... Ja, wir müssen aber tendenziell sowieso nach links, weil da ist so eine Einrichtung und die wollen wir ja nach und nach ausschalten. Ja. Das ist relativ wichtig. Dann können wir auch nach Osteuropa gehen. Wir können auch noch, wir können auch erst Westasien machen. Also am Ende sollten wir sowieso mehr oder weniger alles aufgedeckt haben, damit wir auch überall diese Einrichtungen sehen. Ja. Und nach unten, nach Südosten müssen wir auch, weil die sind schnell angezogen. Bin ich morgens auch, wenn ich zu spät aufgestanden bin. Gut, Leute. Okay, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.